Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Und da das Wetter auch nicht besser wird, sind zurück beschlossen, dass ich am Donnerstag zurück auf die Insel fahre. Heute und morgen versuche ich, alle Videos, die noch offen sind, zu schneiden, alles zu erledigen. Nur damit ich mich besser fühle. Krass, das, wenn ich mir das vornehme und es nicht schaffe. Nein, das mag ich nicht, das Gefühl. Geil, hier sind immer noch Tomaten dran. Und wenn man ihn erwischt, die ein bisschen fester noch ist, dann schmecken die sogar noch. Die schmecken immer noch besser als die, die es im Supermarkt gibt und dort als frisch verkauft werden. Alter, sind die süß. Die haben wir schon immer Frost bekommen. Oder mehrmals wahrscheinlich schon. Gut. Mein Kreuz schon mal doof hin um. Ich weiß es nicht. Ja, doch, klar. Oh, jetzt fängt der schon wieder an zu pissen. Ich bin heute wieder mit Gassi gehen dran. Mache ich aber auch gerne heute, weil sonst würde ich gar nicht rauskommen. Meine Schwester muss heute lange arbeiten und ich will Videos bearbeiten. Ich muss da irgendwie einen netten Nenner kommen. Vom 16. ist immer noch nicht fertig. 17. habe ich weniger aufgenommen, glaube ich. 18. habe ich auch nicht so viel aufgenommen. Naja, mal sehen. Oh, was war das? Dennis, komm, spring. Na, komm hier. Super, komm hier. Super. Super. Du kleiner Beister. Kleiner Bastard. Oh, jetzt hast du Kleider. Na komm. Hopp, komm. Super. Und spring. Und spring. Super. Geh mal gucken, ich hab nichts dabei. So, wie der eine oder andere vielleicht weiß oder Fotos gesehen hat, war ich mal stolzer Besitzer von einem 1er Golf Cabrio und wurde mir hier in der Uckermark, und zwar genau hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe, zerstört. Und zwar kam ich hier den Berg hoch, da unten an der Ampel, die man hier vielleicht blinken sieht, ich glaube nicht, aber naja, okay, da unten ist jedenfalls Milmersdorf. Kurz hinter der Ampel ist gleich Ortsausgang und ich kam den Berg hoch, so wie der Audi jetzt hier gerade, der Weiße. Und wie ihr gesehen habt, war der schon schnell und mit meinem 1er Golf Cabrio war ich mindestens genauso schnell. Also hier oben, wenn man den Berg hochkommt, hat man garantiert 80 Sachen drauf. So, und hier vorne, und zwar nicht hier an der Ausfahrt, sondern ein paar Meter weiter vorne, versuchte jemand mit dem Auto zu drehen. Anstatt hier in die Einfahrt reinzufahren und hier locker zu drehen oder noch ein Stück weiter zu fahren, wo man besser sehen kann oder ihn besser sehen kann, dreht ihr hier vorne mitten auf der Straße. Ich kam also die Bergkuppe hoch. Komm schnell! Hey, komm schnell! So, ich kam da also die Bergkuppe hoch, mit 80 bestimmt, und vor mir stand plötzlich ein Auto quer auf der Straße. Hat noch eine Vollbremsung eingelegt, konnte aber nichts machen, konnte nicht nach links und nicht nach rechts ausweichen. Also ich versuchte zu bremsen, hatte ganz kurz Hoffnung, dass es noch klappt, aber dann bin ich doch noch mit, naja, ich schätze 20 vielleicht, demjenigen dann in der Seite rein. War ein Opa, seine Schuld bei mir gleich eingestanden. Ich habe natürlich trotzdem die Polizei geholt, um das alles aufzunehmen. Bei denen hat er auch gleich die Schuld eingestanden. Naja, die haben ihm noch eine Ansage gegeben, warum er so einen Scheiß macht. Mal entschuldigt, aber naja, das hilft. Das 1er Golf Cabrio war auch gleich der Rahmen verzogen. Die hatten ja damals noch keine Knautschzone in dem Sinne. Ja, dann ging natürlich alles an die Versicherung. Ich schätze mal, dass dem Opa zu Hause
entweder Sohn, Tochter oder Enkel oder wer auch immer, irgendwie bequatscht hat und ihm glaubhaft weismachen wollte, dass er unschuldig ist. Jedenfalls kam irgendwann Post von einem Anwalt aus Hamburg. Der wollte mir dann erstmal die Schuld geben und hat es so gedacht, als wenn ich schuld wäre, habe ich natürlich gleich an den Anwalt weitergereicht. Und dann war das auch schnell geklärt und dann haben sie aufgegeben. Trotzdem scheiße natürlich und jedes Mal, wenn ich eins der Cabrio sehe, traue ich meinem hinterher. War echt ein tolles Auto. Der fuhr sich super, der war dann richtig guten Zustand für sein Alter. Nicht im Top-Zustand, aber in guten Zustand. Und wäre immer noch eine richtig gute Basis gewesen, um den nochmal fertig zu machen. Und ja, ich hätte ihn definitiv heute noch gehabt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen oder bis zum nächsten Video, sagen wir mal. Tschüss.